Also ich bin jetzt quasi hier eingeladen worden, um zuzuschauen, wie hier Getränke verladen werden. Und wie wir gesehen haben, also zum Glück bin ich vorbeikommen, weil das noch nicht so ganz läuft. Na? Wir haben gedacht, wir suchen uns ein wenig eine schöne Kulisse aus. Ja. Oh, jetzt wird es ein warm, schön. Deswegen wollte ich fragen vorhin, ob ich gerne aufs Volksfest komme. Ne? Ja. Und wie gefällt es dir so am Volksfest? Eigentlich gar nicht. Obwohl, da hinten ist eigentlich schön. Oh, naja, das ist das schönste Eck, was wir haben. Wir haben ja da schon viel erlebt, gell? Aber wir haben festgestellt, dass es im Endeffekt so ist, dass wir Franken eigentlich mit allem irgendwie am Ende doch d'accord gängen, weil wir wissen, was wir kennen und was wir sind. Und wir müssen es halt nicht so machen wie die Oberbayern. Die Oberbayern, die müssen halt immer ein wenig sagen, ne, was man macht und was man nicht macht. Und wir brauchen das eigentlich gar nicht, oder? Genau. Und das ist eigentlich einiges ziemlich wurscht. Also wurscht im Sinne von, also von der besten Wurst eh. Ja. Von der Hofer Bratwurst. Das ist von eh. Die Hofer Wienerler. So. Aber wir, also wir wissen halt, dass es so ist, ne? So ist oder? Es. Ich hätte ja lieber wegen so, so ein Despacito-Lied. Soll ich dich mit Nei schneiden? Schneid mich mal mit Nei. Was muss ich jetzt machen? Was passt denn wohin? Ach so. Da müsst man irgendwas nehmen, was wohin passt. Ach so. Vielleicht die Jacken? Die Jacken. Das ist jetzt die berühmte Jacken aus dem Tatort. Genau. Du sagst, das, kannst du ja drauf zeigen. Das, schön. Genau. Genau. Das war's eigentlich schon. Die Despacito. Das stimmt. Das ist dann irgendwie, wo man sagt, hat er die jetzt vom Film mitgekriegt, weil er da am nichts zum Anziehen hat oder wahrscheinlich. So. Wahrscheinlich. Aber wenn die Jacken jetzt auch wieder aufgearbeitet ist, wo kriegt man denn so eine Jacken nochmal her? Die gibt's nicht mehr. Die gibt's nicht mehr, ne? Nein. Also hängt an der Jacken auch der Ermittler irgendwie. Ja. Oder der ganze Tatort. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Der Münchner Tatort. Der Münchner Tatort. Der hängt da dran. Das ist witzig, wir haben vorhin rausgefunden, oder was eigentlich haben wir schon vorher gewusst, aber es klingt eigentlich spektakulärer, wenn man rausfindet, dass man zusammen an derselben Schule war. Ja, und obwohl du zwei Jahre jünger bist, haben wir gleichzeitig Abi gemacht. Was jetzt auch wieder für wen spricht jetzt für mich. Ach so. Ich bin schlauer. Ach stimmt, du bist schlauer. Scheiße. Fuck. Du hast ja dreimal die 11. Klasse gemacht. Ja, das habe ich erzählt, ne? Ja, das aber das war so. Deswegen habe ich mich ja vorhin im Büro nicht ausgekannt. Genau. JBO hätte mich gestern schon interessiert, aber ich war also bei meiner Hardcore-Band gestern Silbermond. Oh. Und deswegen habe ich JBO verpasst. Das kann ich verstehen. Das ist also ja. Haben die dann eine Liste, was sie gern zu trinken und zu essen haben? Machen die das? Die Stage Rider heißt das, glaube ich. Mhm. Da steht einiges drauf. Laktosefreie Ziegenmilch und so. Das heißt, das müssen dich dann für nächstes Jahr auch schicken. Das müssen wir schicken. Also wenn es nächstes Jahr wieder zu Besuch kommt, schickt vorher, weil der Listen, da gibt es auch was anderes wie Bratwurst. Ja. Aber wer sollte es dann sonst machen? Eigentlich, na, weiß ich auch nicht. Ich halt dann vielleicht Allah. Du könntest ja mal. Also du kannst ja vielleicht nicht nur ermitteln, sondern auch Getränke vermitteln. Getränke vermitteln und gute Bands. Gute Bands. Also ich würde dann halt, aber ich würde gucken, dass vielleicht, also die ganze Woche irgendwie, also Scooter würde ich einladen wollen. Das ist eine gute Idee. Ich habe mal auf einer Premierenfeier im Theater so lange Scooter aufgelegt über mein iPod. Bis du rausgeflogen bist. Bis alle gegangen sind. Ja. Komisch eigentlich. Und ich würde gern irgendwie so ein Bier holen aus dem Ruhrpott. Dortmunder Stifts würde ich gerne ausschenken. Genau. Also ich sehe schon, wir müssen es wahrscheinlich doch weitermachen. Ach, warum? Aber ich kann mich zumindest ein wenig unarmed gibt immer. Unarmed. Genau. Weißt du so? Unarmed. Wir sind Abend organisiert. Der wird so richtig schlecht. Machst du aber Flyer? Genau. Ne, die kannst vielleicht du für mich machen. Ja, das kann oder? Ich machen, ja. Weil du kannst ja dich ja ganz gut aus an dem Ding. Das stimmt. Du bist ja schlauer. Aber ein bisschen. Ein bisschen. Aber ich bin, deswegen bin ich halt ein wenig verrückter in der Umsetzung der Ideen, weißt du? Stell dir mal vor, ein Scooter wäre schon, das wäre schon nochmal ein Traum. Oder?